Herzlich willkommen zu unserem zweiten Video unserer Toskana-Reise. Wir verlassen unseren Übernachtungsplatz in Saronno und fahren auf der Landstraße Richtung Pisa. Anschließend besuchen wir das Städtchen Volterra. Schön, dass ihr dabei seid und uns über die holprigen Straßen begleitet. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Pisa und ihr wisst ja, wir fahren furchtbar gerne keine Autobahn. Also wir wollten Autobahn vermeiden. Aber wir haben Autobahn vermieden. Ja, wir haben Autobahn vermieden. Aber die Strecke bis hierher, wir sind jetzt kurz vor Parma, also um Parma rum. Die Straßen, so schlechte Straßen haben wir noch gar nie gefahren. Portugal ist ein tolles Straßenland dagegen. Also soll sich doch einer über deutsche Straßen beklagen, du. Also wir haben uns jetzt entschieden, dass wir jetzt doch auf der Autobahn fahren. Und ja, und der Helle gibt es jetzt ein und dann schauen wir mal weiter. Genau. Aber so konnte man wenigstens noch am Straßenrand leckere Orangen kaufen. Genau. Zuckersüß. Hat also alles seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt fahren wir weiter. In Pisa wollten wir eigentlich auf einem Campingplatz einchecken, da dieser sehr nahe am Dom und dem schiefen Turm liegt. Leider öffnet er erst am 25. März, wir sind also etwas zu früh dran. Alternativ fanden wir jedoch einen Wohnmobilstellplatz, von dem aus man das Stadtzentrum auch fußläufig erreichen kann. So schön kann das Wetter sein, wenn man in Italien ist. Aber bis man hinkommt, kann es natürlich Schneechaos geben. Das habt ihr im letzten Video gesehen. Und hier lacht uns die Sonne an. Wir stehen in Pisa und sind guten Mutes und zeigen euch gleich einiges von der Stadt. Ja, da laufen wir jetzt nämlich hin. Wir sind ja hier auf dem Stellplatz. Den sagen wir euch dann später noch, oder? Wir müssen nämlich selber erstmal genau schauen. Wir sind ja gestern erst angekommen, haben noch gar nicht rumgeschaut. Aber jetzt laufen wir erstmal zum schiefen Turm. Von Pisa. Wir sind kurz davor, das Ziel zu erreichen. Ist jetzt da drauf? Ja, da müsste jetzt drauf sein. Ja. War ganz gut zu laufen, also kein Problem. Ja, die Straße, man muss halt ja ganz schön aufpassen, weil das alles sehr uneben ist hier in Italien. Die Straßen haben viele Löcher, Gehwege so gut wie keine. Oh, man halt ein bisschen aufpassen. So, und jetzt stürzen wir uns rein in den Tourismusmagnet. Ja, genau, deswegen sind wir ja eigentlich da. Ja. Thank you.
So, und jede Menge Volluswanderer gemacht von den Leuten. Die einen, die drücken gegen den Turm und die anderen, die halten den Turm fest. Also das sieht man, wer konstruktiv und wer destruktiv denkt. Die Destruktiven drücken gegen den Turm und stellen den Schreck. Und die Konstruktiven, die wollen es aufhalten. Gott sei Dank gibt es welche, die es aufhalten, weil die Uhr ist immer nämlich um. Und wenn der umfallen wäre, dann wäre sie das immer neben mir. Das hat ganz schön viele Stufen. Ich muss aber erst mal recherchieren, wie viele Stufen das überhaupt sind. Und die Stufen, das ist ja alles Marmor, die waren zum Teil ganz schön ausgetreten. Ja. Aber man hat eine schöne Aussicht von oben. Ist halt alles mit Gitter natürlich. Und war dann etwas schwierig zu filmen oder zu fotografieren. Aber gibt schon ein paar Bilder. Sehr eindrucksvoll und sehr imposant alles. Hat sich eigentlich schon gelohnt, hochzugehen. Und ja, ich war alleine oben, Helle mit seinem Knie. Meine zwei Stück kann ich ja nicht. Ja, mit den Stücken wäre es kein Problem, aber... Mit dem Knie, das Runtergehen. Das Runtergehen und das sind noch einige Stufen. Und, aber du warst ja eh schon mal oben. Also, zweimal schon. Ja, also hat er eigentlich nichts verpasst. Also da sind wir jetzt im Baptisterium. Das ist die Taufkirche, die zum Dom gehört. Da kann man auch hochgehen. Muss ich immer hoch? Ich glaube nicht, oder? Hast heute schon genügend Treppen gestiegen? Genau, ja. Und du, für dich ist es wahrscheinlich eh beschwerlich. Für mich, schwerbehinderten Mann, ist es natürlich nicht möglich. Bitte eine Runde Mitleid. Gerne. So, wo wir jetzt da genau sind, das wissen wir nicht. Nein, wir schreiben es aber nachher unten rein. Wenn wir es rauskriegen. Kriegen wir raus, ist überhaupt kein Problem. Ja. Also es sieht so aus, als wenn hier die Bischöfe bestattet werden, dass da ein paar Gräber sind. Und einer ist hier auf jeden Fall nicht bestattet, der berühmteste Mann aus Pisa. Naja, ob der der berühmteste ist, das muss nicht sein, weil Galileo Galilei war nämlich hier, ist ein Sohn der Stadt. Ja, der war hier, aber der Johannes der 23., der war hier Papst. Ja. Und okay, welcher jetzt von denen wichtiger ist oder berühmter, könnt ihr selber entscheiden. Ja. Auf jeden Fall erzählt euch jetzt der Helle, was das für ein Papst war. Das erzähle ich euch später im Dom. Auf jeden Fall war das ein Pirat, ein Frauenschänder und ein Betrüger und der ist hier nicht begraben. Der liegt in Florenz und auf sein Grab steht, hier ruht er eben mit seinem Namen, mit seinem bürgerlichen Namen, einst mal Papst. Ja? Aber die Geschichte dazu kommt gleich, ja, falls euch interessiert. Ja, genau, die hören wir uns dann im Dom an. Ja? Aber jetzt schauen wir uns das hier noch ein bisschen an und hier hat es nämlich einen Haufen Freske. Genau. Das sind die Grabplatten und einige Plätzchen werden offensichtlich noch frei. Und weshalb da jetzt so viel Wasser drin steht, es regnet hier nicht durch, sondern hier wurde gerade geputzt. Ganz wendlich. Und da sind die Fresken. Auf allen Grabplatten darf man rumspazieren und einige sind abgesperrt. Ich weiß nicht, was die geleistet haben, auf die dürfen wir auf jeden Fall nicht rumtrampeln. Und egal, was man erreicht hat im Leben und was man geschafft hat, am Schluss liegt man tot unter der Erde.
Also jetzt sind wir im Dom bzw. in der Kathedrale von Pisa. Und hier gab es nicht nur Bischöfe, sondern hier gab es auch zwei Päpste, nämlich den Alessandro. Der war ein Gegenpapst zu Rom. Und um zu klären, wer der wahre Papst ist, hat man hier ein Konzil abgehalten. Und Papst Johannes der 23., ein ehemaliger Pirat, wurde zum Papst erklärt. Allerdings natürlich nicht anerkannt von Rom. Rom hatte einen eigenen Papst, Avignon hatte einen Papst. Und das war das sogenannte große Kirchenschisma. Das wurde gelöst am Konzil von Konstanz. Da wurde dieser Papst, der Johannes der 23., der auch am Konzil teilnahm, verhaftet, angeklagt wegen Frauenschänder und weil er ein Betrüger war. Und er wurde dann auch verurteilt. In Mannheim war er im Gefängnis gesessen. Und später ist er dann doch wieder Bischof geworden, allerdings von Florenz. Und da liegt er eben auch begraben, wie ich das schon gesagt habe. Der Name Johannes der 23. wurde aus der Kirchengeschichte gestrichen. Und deswegen gab es 1958 einen weiteren Papst, Johannes den 23. Das ist nämlich der gewesen, der den nächsten Namen Johannes als Papst angenommen hat. Solange gab es keinen Papst Johannes mehr, weil jeder oder niemand in Verbindung mit diesem Typ hier gebracht werden wollte. Und wir, wenn wir nach Florenz kommen, also besuchen das Grab von dem nicht. Nö, Frauenschänder. Wollen wir nichts zu tun haben. Da distanzieren wir uns ganz schwer davon. Ja, genau. Ossi, schau mal her. So, und weil es so schön war, sind wir auch hungrig. Und jetzt gehen wir Pizza essen. Genau, schauen wir mal, ob wir was Nettes finden. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns aus Pisa und steuern unser nächstes gewähltes Ziel an, nämlich die malerische Kleinstadt Volterra, ca. 70 Kilometer von Pisa entfernt. Den Wohnmobilstellplatz, den die Stadt anbietet, kann man aus zwei Richtungen anfahren. Wir erwischten die engere Straße wie üblich, was vermutlich die etwas schwierigere Strecke ist. Im unteren Bereich von Volterra ist ein großer Parkplatz, innerhalb dessen ein großzügiger Teil für Wohnmobile reserviert ist. Eine V&E ist auch vorhanden, die auch für Durchreisende kostenlos genutzt werden kann. Zum Übernachten kostet der Parkplatz 15 Euro. Thank you.
So, wir sind jetzt weitergefahren nach Volterra. Wir wollten eigentlich nach Lucca fahren. Aber da ist die Stadtmauer, das ist uns zu weit, oder mir zu weit zum Laufen. Und mit dem Fahrrad soll ich ja noch nicht fahren, wegen meiner Operation. Und deswegen sind wir jetzt nach Volterra gefahren. Da gibt es Stufen zu laufen und da kann ich gleich gut trainieren. Ja, mal schauen, wie das wird. Wie ihr ja gerade gesehen habt, das liegt etwas oberhalb. Also wir müssen jetzt etwas nach oben gehen. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an, dieses Volterra. Das ist nämlich auch eine sehr alte Stadt und soll sehr sehenswert sein. Und hier waren schon die Etrusker und die Römer. Und jetzt gucken wir einfach mal. Jetzt waren dann auch wir da. Wir gucken jetzt einfach mal. Genau. Wo du hinläufst. Also das sind die ganzen Sehenswürdigkeiten, die kann man hier anklicken und geschichtlich interessiert bin ich schon, aber mich interessieren weder die Wikinger noch die Etrusker und auch die Römer sehr wenig. Kulturbanause. Da ist die Ursi mehr dafür zu haben. Ja, Kulturbanause. Diesbezüglich ja. Aber hier ist ja, ziemlich altes Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert, ist das ja alles hier schon. Zum Teil beherbergt das jetzt hier eine Bank. Und es war auch mal Bischöfe haben hier drin gewohnt und ja, weiß Gott, was alles noch. Jawohl, und ich tue euch die Codes nochmal einblenden, dann könnt ihr das abscannen mit eurem Handy und dann könnt ihr das nachschauen. Ach je. Bildungskanal mit eigener Verantwortung. Viel Spaß beim Suchen und Nachlesen. Also die Ursi sucht die Kathedrale und dann können wir uns schon mal den Platz von der anderen Seite anschauen. Nur andere Blickrichtung und gleich ein ganz anderer Platz. Da liegt uns die Toskana zu Füßen. Und, also ist es nicht schön? Wunderbar ist das hier. Wunderbar. So, und was Volterra vor allen Dingen auch bekannt gemacht hat, das ist, wenn ihr von einem Mafiosi und von einem Mörder mal was zum Essen serviert bekommen wollt, das könnt ihr hier erleben. Wir stehen jetzt da 10 Gehminuten vom Gefängnis weg. Und da gibt es ein Restaurant, da servieren und kochen die Mörder und die Mafiosis. Ganz bekannt in der Toskana Volterra. Wir wollen es nicht. Wir gehen lieber in ein normales Lokal. Mit Mörder und Mafiosis haben wir es nicht so, genauso wenig wie mit Frauenschändern.
Ist das überhaupt noch oder war das vor Jahren? Ich habe gerade einen Bericht gelesen von 2019, also fünf Jahre her. Ja, 2007 hat es angefangen. Ja, hängt die Spinne. Ja. 2007 hat es angefangen und 2019 war es wohl auch noch, dann denke ich, dann gibt es das immer noch. Naja, wer sich das angucken will, muss halt mal herkommen. Und wer das kosten will, ich will es nicht kosten. Und da kommen die Carabinieri, die bringen euch auch direkt hin, wenn ihr wollt. Und das ist jetzt das Taufbecken, oder? Ja, das könnte sein, ja. Eine Kapelle, Taufkapelle. Mit dem Johannes, dem Täufer. Liegt Geld. Das sind. Lohnt sich nicht, da reinzusteigen, sie nur sind. Solltest du Johannes der Täufer sein? Würde ich sagen, ja. Schau mal, die viele Spinnweber. Ja, die wollen auch getauft werden. So, jetzt habt ihr ja gesehen, die Kathedrale von Volterra ist auch eine Basilika. Und dann gibt es ja auch noch den Begriff Dom und Münster. Und die Fragen werden immer wieder gestellt, was das für Unterschiede hat. Also eine Basilika oder eine Basilica Minor ist eine Kirche, die vom Vatikan ausgezeichnet wurde. Das kann jede Kirche sein, kann aber auch eine Kathedrale sein. Eine Kathedrale ist immer auch ein Dom bzw. ein Münster. Der Unterschied zwischen Dom und Münster ist, dass am Münster ein Orden angeschlossen ist, also ein Kloster. Und am Dom ist eine reine Bischofskirche. Also Kathedrale, Dom, Münster sind immer Bischofskirchen. Nur das Münster mit Kloster und der Dom ohne Kloster. Das einzige Münster, was es in Europa gibt, was kein Kloster angeschlossen hat, das ist das Ulmer Münster. Aber ich glaube, das ist auch evangelisch, oder? Oh, das weiß ich nicht, ob das evangelisch ist. Also das hat kein Kloster. Und ansonsten ist es ein Dom und der Unterschied zwischen Dom, Münster und Kathedrale ist, dass Kathedrale aus dem Griechischen kommt und Dom und Münster aus dem Römischen.
Verkehrschaos in Volterra durch die engsten Straßen. Und natürlich dürfen die Huben nicht fehlen. So, das war unser Besuch von Volterra. Ein kleines, feines Städtchen. Interessant, italienisch. Ja, typisch italienisch. Ja. Mit einer ganz netten Kathedrale. Aber sonst ist eigentlich nicht allzu viel, oder? Nee, ist noch das römische Theater, was noch ist. Also, ja, man kann es sich gerne anschauen, ist ganz nett. Aber es ist kein Must-Have-Scene fürs Leben, ja? Was der schiefe Turm schon eher ist. Auf jeden Fall, was ein bisschen nervig ist, das sind die vielen Autos in den engen Straßen. Und was noch nerviger ist für jemanden, der handysüchtig ist, wie ich, ja, dass kein Netz in der ganzen Ortschaft und auch nicht am Parkplatz ist, oder sehr schlechtes Netz. Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, ein bisschen Netz ist ja, ja da. Sehr nervig, wenn man dann einmal zwischendurch Bankgeschäfte machen will, schrägstrich muss. Aber wir gehen jetzt zurück und fahren woanders hin, wo es hoffentlich internetfreundlicher zugeht. Naja, und wenn nicht, auch nicht so tragisch. Ja, müssen wir halt warten. Das ist übrigens der Stellplatz von Volterra mit einer ordentlichen Versorgungsanlage. Wasser ist kostenlos, Ver- und Entsorgung ist kostenlos, also auch die Toilette kann man einschütten. Alles kein Problem. Strom ist 12 Stunden, 1 Euro. Sehr moderat, würde ich sagen, wer das nutzen will. Und ja, bezahlt wird am Automaten. Wir waren ruhig gestanden, allerdings ist der nicht ganz so schief wie der schiefe Turm von Pisa, aber er ist schiefer als gerade. Ja, man kann ja aufkeilen. Also das ist jetzt kein Problem und der Platz hat jetzt, glaube ich, 15 Euro gekostet. 15 Euro haben wir bezahlt. Für 24 Stunden. Und ja. das reicht. Wir wollen ja hier keine Ferien machen. Ja, und weil wir erst am Mittag angekommen sind und jetzt ist Mittag, müssen wir jetzt 3 Stunden da warten, bis die 24 Stunden abgearbeitet sind oder abgesessen sind. Naja, wahrscheinlich. Nein, wir fahren jetzt nämlich weiter. Genau. Und es war unser erster Teil. Aus der Toskana. Mhm, genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, und natürlich. Ein paar Eindrücke von der Toskana. Und wenn ihr da weiter interessiert seid, wir planen die nächsten Sehenswürdigkeiten der Toskana anzufahren. Und würden uns freuen, wenn ihr uns wieder begleiten würdet. Genau. Also insoweit, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ja, tschüss. Ciao. Wir verlassen Volterra und steuern gleich unser nächstes Ziel in der Toskana an. Das zeigen wir euch gerne im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt und wir freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss!